Herzlich willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze kann mich stärken? Ich bin heute mit dem Buch- und Kartenset Heilkraft aus der täglichen Nahrung im Garten und möchte euch daraus die Karte Rote Rübe vorstellen. Auch Rote Beete genannt oder in der Schweiz Rande. Die Karte steht für Revolution. Ich fordere meine Rechte ein. Und jetzt lese ich euch wieder von der seelischen Bedeutung von der Rückseite der Karte vor. Die rote Rübe hilft, für die eigenen Grundbedürfnisse einzutreten. Sie lässt nicht zu, mit billigem Ersatz abgespeist zu werden. Statt in der Masse der Wehrlosen zu versinken, fordert sie mich auf, sichtbar zu werden und mir Gehör zu verschaffen. Get up, stand up, stand up for your rights. Die rote Rübe ist mit dem Mangold verwandt und auch mit dem Spinat, also sie gehört zur Familie der Gänsefußgewächse. Es ist eine sehr robuste Pflanze, genügsame Pflanze und wurde aus der wilden Rübe ursprünglich kultiviert, die im Mittelmeerraum und in Nordafrika gewachsen ist und wurde dann von den Römern in ganz Mitteleuropa verbreitet. Und ja, sie galt schon im Mittelalter als sehr blutbildend und wurde gerne als Färberpflanze eingesetzt. Also wer schon einmal rote Rüben verarbeitet hat, der weiß es, die geht nicht spurlos an einem vorüber, sondern das Kochwasser ist knallrot, die Hände sind knallrot. Deswegen, ja, wer da empfindlich ist, am besten Handschuhe anziehen, Haushaltshandschuhe beim Verarbeiten. Man kann damit sehr gut Lebensmittel auch färben. Ja, und die rote Rübe enthält, und das steht eben auch auf der Rückseite der Karte drauf, sehr viel Folsäure, Vitamin C, Calcium, Eisen, Magnesium. Blutbildend, wenn man eine Blutreinigungskur machen möchte im Frühjahr, kann man einfach täglich ein großes Glas Saft trinken. Dazu kann man die rote Rübe fein raspeln oder durch eine Kartoffelpresse durchjagen. Ja, hat sehr viel wertvolle Aminosäuren, ist ein gutes Mittel zur Vorbeugung von Infekten bei niedrigem Blutdruck, Arteriosklerose, wirkt appetitanregend und krebspräventiv, stärkt das Bindegewebe. Es ist gut, die rote Rübe gemeinsam mit Vitamin C-reichen Lebensmitteln zu verspeisen. Sie hält auch einiges an Oxalsäure. Die Blätter der jungen roten Rübe kann man auch sehr gut als Gemüse im Salat verspeisen. Schönen Tag.